Nazi-Ratten erobern die Zwischenräume. Das wäre ein toller Filmtitel, ja. Wo geht es weiter, frage ich mich. Ach ja, wir müssen die Hacke jetzt wieder auswählen. So. Nein, nicht abbrechen. Ich bezweifle, dass wir nach unten müssen. Ich habe fast das Gefühl, dass das irgendwas mit diesen Sicherungen zu tun hat. Aber auch das bringt hier nichts. Müssen wir vielleicht hier eine Sicherung einlegen? Aber wir haben keine. Dann muss es ja eigentlich auch hier weitergehen, oder? Irgendwie. Ein Spinnenbein. Na super. Da können wir nicht hoch. Und hier können wir auch nirgendwo weiter. Och, Elgo, was schreibt der eigentlich so? Ah, ich hatte das beste Frühstück aller Zeiten. Boah. Fickt euch, Leute, ernsthaft. Sagt er, der Cartman. Das meint er natürlich nicht so. Hier kann man doch vielleicht... Ja, hier kann man klettern. Und? Ha! Jetzt sind wir wieder im Schlaf. Oh, oh, oh. Ich glaube nicht, dass das für unsere Augen bestimmt ist. Konfrontiere die Wichtel. Aber erstmal gucken wir hier in die Schublade und nehmen ein bisschen Geld mit. Hallo. War das eine Ray-Ban? Wunderschön hier mit der Szenerie im Hintergrund. So, dann wollen wir mal gucken, was die Wichtel gegen ihre eigene Hacke machen. Was? Wie kann das denn sein, dass das keinen Schaden gemacht hat bei ihm? Negative erwartet. Eingefroren. Oh. Die machen ganz schön viel Schaden. Mal wieder. Aber das können wir natürlich auch. Erstmal werfen wir ein paar Stinkbomben. Klick, 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 klick. Oh, er konzentriert sich. Will dann seinen nächsten Machtangriff machen gleich wahrscheinlich. Er fordert Synergie. Und er macht... Oh, das haben wir abgeblockt. Cool. Es hat sich gar nicht gelohnt, den da anzugreifen. Wir hätten den hier unten angreifen sollen, weil er nämlich jetzt wieder wichtige Dinge tut. Abgeblockt. Hahaha. Nehmen wir mal einen kleinen Gesundheitstrank. Ein großer lohnt sich, glaube ich, noch nicht. Ich hoffe, dass wir den noch nicht mehr brauchen. Man hat, der hatte noch ein Schild, ne? Ja. Und ist nicht mehr angewidert. Das sollten wir ändern. Oh. Einen Heiltrank, bitte. Danke. Wir werfen nochmal eine Runde Eier vielleicht. Fähigkeiten. Stinkbomben. Klick. Klick. Kann man den anderen auch treffen? Sehr schön. Jetzt ist nur noch der wichtige Elementarist. Ich hätte blocken sollen. Gut, haben wir nicht gemacht. Halb so wild. Der Kampf ist jetzt eh zu Ende. Also, jetzt gleich, hoffe ich. Jo. Jetzt ist der Kampf zu Ende. Sieg! Ich würde gerne aus diesem Zimmer rausgehen eigentlich. Oh, ein Unterhosenhelm. Ob der wohl toll ist? Das müssen wir mal... Oh, Level 11.
Lässt Feinde kotzen, wenn sie sich dir nähern. Das ist doch mal was. Und hier geht's bestimmt. Oh, hier geht's doch bestimmt wieder runter, oder? Ja, da ist der Hexerwichtel. Okay. Wir bewerfen ihn zuerst mal mit einem Klumpen Scheiße. So. Zack. Ja, ist eklig, ne? Ich weiß. Und wir haben auch schon lange nicht mehr gefurzt. Könnte man ja mal... Hallo? Was war das denn? Das war voll gemein, glaube ich. Wir brauchen Mana. Wir haben einen kleinen Mana-Trank. China-Wok essen. China. China. Ja. Bonusschaden. Oh nein, er ist immun. Aber er hat hier schon ganz schön viele Debuffs drauf jetzt. Dann ist er halt gegen eine Sache davon immun. Das ist ja nicht so schlimm. Er hat verdammt viel Trefferpunkte. Kleinen Gesundheitstrank nachschmeißen. Und jetzt müssen wir ihn irgendwie zum Bluten bringen. Wir könnten auch mal wieder das Meucheln machen. Das haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Ding! Oh, einen Schaden. Das bringt wohl offensichtlich nichts. Oh oh. Nein! Was für ein perfekter Move. Er hat sich gerade erholt, so wie ich das sehe. Ja. Dann ist es Zeit für den nächsten Klumpen Scheiße. Zack. Und warum blutet er denn nicht? Schweben. Geh weg. Angriff verringert. Nein. Was machen wir? Machen wir mal... Ich mach mal einen Tempotrank. Der wird uns keine 600 abziehen können in einer Runde. Von daher können wir auch zweimal angreifen. Und auf den Heiltrank halt... Boah, das hat ja auch wieder überhaupt nichts gebracht. Was kann man denn sonst noch machen? Wurfmesser vielleicht? Nee, das bringt auch nichts. Sein Angriff war nicht so effektiv. Oh! Was hat ihm denn jetzt so viel Schaden gemacht gerade? Tiefer Hänger. Oh oh. Da kommen Eier. Aber ich habe wieder die richtige Taste erwischt. So. Nehmen wir nochmal einen großen Gesundheitstrank. Gesund kann man ja nie genug sein. Man kann nie genug gesund sein. Das habe ich schön gesagt, oder? Wunderschön. Ich frage mich, hat er denn durch das Angewidertsein so viel Energie verloren? Oh ja. Okay. Er ist tot. Was? Jo. Machen wir jetzt wieder auf? Ja, ein neuer Tag beginnt in South Park. Die Sonne geht auf. Die Vögel zwitschern. Und wir öffnen unsere Augen. War es alles nur ein Traum? Uah. Nein, es war nicht alles nur ein Traum. Denn wir haben die Spitzhacke noch. Hey Kid, since a lot of our best guys are dead by your hand, can you help us collect underpants? We just need a few more to hit our quota.
Drücke F, um zwischen Wichtel- und Normalgröße zu wechseln. Benutze das Tool Unterhose, um Gebiete zu erreichen. Ja, Wichtelstaub, hier. Oh. Tschu. Das ist ja cool. Wir kriegen immer mehr neue. Immer mehr neue. Mhm. Oh. Ein UPS-Paket. Sammle 5 Unterhosen. Aber ich möchte jetzt endlich diese Quest erledigen, die Al Gore uns gegeben hat. Also, die uns gegeben wurde, weil Al Gore nervt. Wir waren ja schon mal fast da. Stan, geh weg. Ach, das ist unser Begleiter jetzt gerade, oder was? Das könnte natürlich sein. So, dann auf zu Al Gore. You store it. In den Wäldern von South Park kann man sich leicht verirren. Hallo. Das sind bestimmt auch noch weiterführende Quests. Ich glaube nicht, dass das schon zu Ende ist. Laden. You're back, Junior Algorian. But why haven't you liked any of my Facebook messages? Unless, of course, you're no normal human kid. It's you, Man Bear Pig. I have you now. Let us fight to the death. Natürlich müssen wir jetzt gegen Al Gore kämpfen. This is gonna be so awesome. Ja, das glaube ich auch. Now let's see how you like sitting through a whole presentation on global warming. Nein. Okay, wir sind eingeschlafen. Nein. You cannot escape the scientific certainty of global climate change. Yeah. Was für coole Angriffe er auch hat. Unfassbar. Naja, nehmen wir mal einen doppelten Angriff oder bewerfen. Wir bewerfen ihn erstmal noch mit Scheiße. Al Gore mit einem Klumpen Scheiße bewerfen. Davon träumen viele Menschen. Mit Sicherheit. Menschen mit seltsamen Träumen natürlich nur. Perfekt. Secret Service herbeirufen. Naja, das hat ja. Oh, doch. Mal ein paar Stinkbomben werfen? Ich werfe mal ein paar Stinkbomben. Diese Secret Service Leute haben ganz schön viele Trefferpunkte, ne? Todesmarkierung. So it's a stand-up. Kill. Und jetzt können wir immer noch Diskus der Macht. Der Weg des Schwertes. Ich möchte, glaube ich, lieber wechseln. Begleiter tauschen. Wir nehmen jetzt wieder Kenny rein. Hallo, Kenny. Au. Klar. Ich schieße mit Waffen auf Kinder. Oh, Konterhaltung. Im Arsch. Ja, den geht's aber wohl nicht so gut hier, ne? Oh, ist ja schon wieder gebrochen. Gegenstände, wir brauchen einen. Ja, doch, wir können, glaube ich, sogar schon einen großen Gesundheitstrank nehmen. Und dann. Was machen wir? Ah, komm, greif mal mit der Wichtelhacke an. Au, aber natürlich nicht den in der Konterhaltung. Das war reichlich dumm. Aber was hilft, ist die Macht eines Einhorns. Wenn wir jetzt auf die richtigen Tasten treffen, ist alles gut. Es war schon mal richtig. A war auch richtig. Und jetzt kommt noch ein Mausklick. Nein, ich habe auf die falsche Maustaste gedrückt. Das gibt es doch nicht. Ich habe fest damit gerechnet, auf die rechte drücken zu müssen. Autsch. Betäubt. Na klar, 304 nur noch. Null, wir sind tot. Weiter. Dürfen wir nochmal? Natürlich dürfen wir nochmal. Sandbear Pig, he's here! Sick, dude.
You're back, Junior Al Gorion. Oder vielleicht können wir diesen Kampf einfach noch nicht schaffen, weil wir nicht stark genug sind. Aber wir haben die Quest natürlich schon lange. Eigentlich müsste das funktionieren. Entschuldigung. Und jetzt nicht wieder einschlafen. Nicht wieder einschlafen. Nein. Im Arsch. Na. Machen wir. Nehmen wir einen Tempotrank. Und greife Al Gore dann direkt zweimal an. Einmal. Und im zweiten Schritt bewerfen wir ihn vielleicht einfach mal mit Eiern. Weil das macht hier eigentlich, das zieht ganz guten Schaden.